Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, Star Stable 10. Geburtstag ist heute. Also für euch nicht heute, aber für mich heute. Am 15. September. Wunderbar. An einem Mittwoch sogar. Das Outfit ist absolut grottenhässlich. Aber das Pferd ist wunderschön und wir werden uns heute das Pferd holen und ein bisschen Geburtstag, weiß ich nicht, reingönnen, was auch immer. Ich bin gespannt, wie das so ablaufen wird mit diesem Pferdekauf. Stimmt, wir können eigentlich gleich Abholservice machen, weil müssen wir nur ein bisschen reiten und nicht so lang. Ich bin mega hyped. Und ja, ich hoffe... Irgendwie, es laggt nicht zu sehr, weil ist das lieber noch gesagt, dass irgendwie die Server nicht so gut sind? Weiß ich nicht genau, aber irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist mein PC zurzeit auch langsam, deswegen hoffe ich, dass es nicht allzu schwer. Ich habe sogar Post bekommen und ich habe eine Quest. Es sieht alles so toll. Oh, Alter, es laggt ja mal mega. Oh, ich bin dran vorbeigelaufen. Das war doch da hinten immer. Okay. Ach so, das ist der Gutscheincode, den ich habe. Dann ziehen wir direkt mal... Wow, ich kann ihn nicht ans... Eine Frage, wo ist der? Also... In meinem Invent. Ach, da ist er. Oh, ich habe keine Satteltasche. Mir ist auch egal. Ich halte das jetzt so. Wir müssen unbedingt hin. Ich mag dieses... Wieso habe ich da hinten eigentlich eine Quest? Warte. Ich hatte noch nie so viele Quests. Mein Gott. So wunderschön. Quests. Okay, die machen wir noch nicht. Die mache ich dann irgendwie gerne privat. Wir wollen hier nur den Pferdekauf machen. Pferdekauf. Gangarten sind wahrscheinlich klar, vielleicht haben wir dann noch Zeit für was anderes, aber ich mache einen Pferdekauf und ich werde danach... Ich habe jetzt 1647 Starcoins haben, habe ich gerade. Macht Sinn, ich bin gerade mega aufgeregt, deswegen sorry, wenn ich mich verspreche. Und danach, nach dem Pferdekauf, werde ich immer noch 1647 Starcoins haben, weil es einfach nichts kostet. Da hinten, ah! Help! Okay. Ich habe bestimmt eine Idee für den Namen, weil schwarz-weiß, das ist so, weiß ich nicht. Ach du. Uff. Okay, alles klar. Leck des Todes ab. Da, nein. Hier. Okay. Hallo Jessica. Heute ist es 10 Jahre her, dass der Moorlandstall für alle Pferdefreunde auf der ganzen Welt seine Tore geöffnet hat. Das ist wirklich ein ganz besonderer Tag, findest du nicht? Trifft das Seelenross. Es feiert mit uns, dass der Moorlandstall vor 10 Jahren zum ersten Mal seine Tore geöffnet hat. Okay. Dieses mystische Pferd scheint bei den Feierlichkeiten mitmachen zu wollen. Wir dürfen vorstellen, das Seelenross. Diese nomadischen Pferde streifen schon seit vielen Jahren über die Insel, aber es scheint, dass der ganze Trubel sie jetzt hierher gelockt hat. Ach, das ist ja cool. Das Seelenross sucht einen Reiter als seinen Gefährten. Möchtest du, dass es dich bei deinen zukünftigen Abenteuer begleitet? Wer weiß, vielleicht seid ihr ja unzertrennlich für die nächsten 10 Jahre. Boah, Leute... Was denkt ihr, kommt zum 20-Jahres-Special? Das ist zwar echt lange, da bin ich schon steinalt gefühlt, aber was denkt ihr, kommt? Das würde mich interessieren, ob da wieder ein normales Pferdchen kommt oder vielleicht ein magischeres Pferdchen oder vielleicht 1 Milliarde Starcoins. Okay, macht jetzt nicht viel Sinn. Ja. Oh mein Gott! Es geht schon los. Ich werde auf jeden Fall diese Dinge nutzen. Ich werde es auf jeden Fall nutzen, dass ich hier dieses Ding wegmachen kann. Ich glaube, ich habe mir schon einen Namen überlegt. Fragt mich nicht wieso, aber wenn es das gibt, dann nehme ich das. Auf jeden Fall. Oh nein. Es laggt einfach so sehr. Okay, bei D ist es. Es gibt es. Ich wollte das Pferd Dämon nennen.
Also, in Deutsch wäre es Dämon mit Ä, aber in Dingen in Englisch Dämon. Dämon. Diesmal werde ich einfach klicken. Einfach klicken. Es ist gratis. Es ist gratis. Es kostet mich keine Starcoins. Von daher, 3, 2, 1, klick. Klick. Wunderbar. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Dein neues Pferd wird zu deinem Heimatstall gebracht. Du kannst es in deinem Stall finden. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich so toll sein wird. Okay, ich bin aufgeregt. Wir werden danach nochmal mit dem Pferd hingehen und dann können wir uns, keine Ahnung, ein Auto draus suchen oder was auch immer. Ich habe ja noch genug Starcoins und wartet mal. Oh, ich muss gleich mal nachschauen, wie viele Starcoins ich habe. Weil, ihr wisst ja, ich müsste jetzt eigentlich gar keinen einzigen Starcoins weniger haben. Und das stimmt. Es ist ein... Ja, okay, ich werde die nächsten Tage... Leute, sieht das nicht lustig aus? Wie als hätten wir uns alle... Ist das... Wie als hätten sich alle Star-Stable-Spieler damit aufgemacht. Genau heute um die Uhrzeit. Alle... dieses Seelenross zu Dingsen zu reiten. Sehr lustig. Lala. Das ist das Seelenross. Ja. So ist die Rasse. Das ist ein bisschen komisch, warum es Seelenross heißt, aber wir hinterfragen es mal nicht. So. So, jetzt werden wir mal nachschauen. Aber nee, ich weiß das Outfit oder ich würde überhaupt kein Outfit tragen, weil das Pferd einfach so wunderschön ist. Das ist halt for real wunderschön. Schwarz-weiß. Ich habe mir eine Kuh ausgesucht, so eine Goatland-Kuh. Da hatte ich so einen Beige-Ton genommen mit schwarzen Flecken. Dann wäre es eine Kuh. Das hat mich an Milka-Schokolade erinnert. Okay, wir werden jetzt nochmal zu den Dingen gehen, zu den... Wie heißt denn das nochmal? Zu den Geschenkdinger, zu der Parade, was auch immer. Zum Geburtstag. Um dann nochmal ganz verschiedene Sachen anzuschauen, was auch immer. Okay, mal schauen. Alter, alle hier mit dem Seelenross. Genau so kann ich sagen. Weil Dämon ist ja nicht das Einzige, was es gibt mit diesem Namen. Warte, ich reite wieder da lang. Ist es ein kürzerer Weg? Ich denke nicht. Ist es ein längerer Weg? Ich denke schon. Nee, ich habe keine Ahnung. Nee, ich denke echt, das ist ein kürzerer Weg. Hier ist es Star Stable Geburtstag. Oh mein Gott, ich bin so happy irgendwie. Keine Ahnung, das ist mega nice. Und hier gibt's Torten. Ich werde mir Torten holen. So, wartet mal. Aber ich habe schon Torten. Steht doch da. Also brauche ich keine Torten. Aus dem 100 Ding für was auch immer. Okay. Da hinten ist doch ein Shop. Nee, das ist Feuerwerk. Boah, Mann. Wo ist denn der Kleidungsshop? Hä, wo ist... Da hinten. Oder da hinten. Ach, komm schon, da muss er es... Da muss er sein. Es leckt natürlich wie sonst irgendwie. Oh, ich dachte gerade, das ist das Pferd, was man kaufen kann. Okay. Ja. Hier, neu. Neu. Yay. Und die anderen Sachen sind nicht neu, oder wie? Die Katze. Okay, warte. Lass mich kurz überlegen. 350 Starcoins. Danach habe ich noch 200 irgendwas. 200, ich glaube, 93. Ungefähr. Weiß ich nicht. Ich bin nicht gut in Mathe. Aber die ist so mega hübsch, okay? Ich will die haben. Die sieht so nice aus. Also jetzt wirklich jetzt. Leute, 3, 2, 1. Das ist das Stables Geburtstag. Oh mein Gott, bin ich schlau. 297. Ach, bin ich eine schlaue Nuss. So, nee, jetzt werden wir noch... Oh, es gibt noch das alte... Aber ich mag die neue. Kaufen. Heute ist Shopping Day. Aber ich werde mir nichts von diesen Sachen kaufen, weil die sind echt hässlich und ich werde nie im Leben anziehen.
Wir werden jetzt einfach mal im Globi schauen, weil es einfach... Ich habe einfach Bock jetzt mal zu shoppen. Das sieht so nice aus. Ich brauche das. Und das hier sieht auch nice aus. Aber das sieht nicht so nice aus wie das... Oh mein Gott. Oh mein... What the... What? Okay, manches sieht ja schon komisch aus. Aber das... Das sieht aus, als würde man ein goldenes T-Shirt mit irgendwelchen komischen... Als würde man ein schwarzes T-Shirt bestellen und da irgendwas draufdrucken lassen. So sieht es aus. Okay, das sieht leicht seriös aus. Okay, das bin ich nämlich nicht und deswegen werden wir uns das auch nicht holen. Ich war so lange irgendwie nicht mehr online. Ich kenne das noch nicht mal. Ich war nicht dabei, als es das gab. Aber ich werde es mir auch nicht holen. 150 Starcoins für so ein... Ich sag jetzt lieber nichts. Ja, also... Ist ein bisschen teuer. So. Wir haben keine Satteltasche. Gibt es hier Satteltaschen? Stimmt. So, warte. Es muss doch Satteltaschen geben. Bestimmt. Es muss doch hier Satteltaschen geben. Oh Gott, die ist so... Hässlich. Sorry, aber hässlich in was auch immer. Also, ich mag diesen Geburtstag, aber ich hasse ihn auch irgendwie. Also, 10. Geburtstag, mega nice, mega tolle Party, alles cool. Aber Star Stable könnt ihr nicht einmal irgendetwas Nices rausbringen. Warte, kann man diese Torte kaufen? Ich will die Torte haben. Die kostet bestimmt 100 Starcoins. Nee, 50 Starcoins. Oh, man... Ach so, ja dann. Das ist ein recht langweiliges Video bis zum Schluss eigentlich. Oh, die kaufen sich halt solche Frisuren und so. Das finde ich auch nice. Aber ich würde es lassen. Okay, laggen tut das auf jeden Fall. Ich muss ans Ende der Welt. Ich muss ins Kinotal und dann wird es gehen. Warte, wir haben doch eine neue Satteltasche. Die können wir, Satteldecke, die könnten wir doch ausprobieren. Ulala. Warte, vielleicht. Oder vielleicht könnten wir jetzt eine Satteltasche. Oh nee, ich kaufe jetzt keine Satteltasche, nur weil ich zu faul bin. Nein. Das mache ich nicht. Nein, 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 nein. So. Aber wir könnten diesen Hut aussetzen. Das wäre nice. Oh. Der sieht ja ganz okay aus. Wunderbar. Ja, okay. Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert auch gleichzeitig die Glocke, damit ihr immer Benachrichtigungen bekommt, wann ich ein neues Video hochgeladen habe. Das war's jetzt von mir. Freut euch auf ein nächstes Video. Und ja. Wartet. Ciao.